Hallo Leute und willkommen zurück zu Survival Games of Three Ages. In der Ubala-Team-Variante, jetzt habe ich den Start verpasst. Ich glaub's nicht in meinem Leben, ey. Aber trotzdem alles aus der Kiste bekommen, was einem nicht sonderlich viel bringt, wenn nichts drin ist. Oh man, hier geht tatsächlich noch einer lang. Ich dachte, ich bin der einzige Verblödete, der hier den Berg hochrennt, um diese eine Kiste hier zu bekommen. Aber okay. Hallo? Es tut mir ja leid, aber... Er hat auch eine Waffe. Oh mein Gott. Da hätte er mich beinahe gecatcht, ja. Ich wollte einen kurzen Moment einfach nicht angreifen, weil ich dachte, so der arme Junge. Aber da wollte er mich fast noch pranken. Ich glaub's nicht. Ich nehme einfach mal den Goldapfel. Gerade keine Lust, so lange zu warten zum Regenen. Und hol mir den hier. An der Kiste stehen ist keine gute Idee, wenn hinter dir jemand kommt. Hatte der nicht Eisenschuhe an? Ich hätte schwören können, der hatte Eisenschuhe an. Aber offenbar nicht. Vielleicht kommt der da hinten langgelaufen. Ich sneak einfach mal ein bisschen. Ja, machen wir ein bisschen Action und passen den ab, dass der hier hinterkommt. Kommt der auch? Der kommt gar nicht. Doch, da steht er. Da steht er doch. Und der hat eine Eisenhose, die ich sehr gerne hätte. Hallo? 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 Bitte bleib stehen. Gern die Kiste. Du hast noch keine Waffe, du brauchst eine Kiste. Junge, Junge, Junge. So wird das nix. War da links gerade jemand? Ich glaube, da war jemand, der jetzt hinter mir ist. Nee, doch nicht. Okay. Habe ich mich wohl getäuscht. Oh, ich habe Sticks. Das ist doch eine sehr schöne Sache. Ja, komm, das extra jetzt verliere ich sowieso gleich. Dann kann ich es aber jetzt schon aufgeben. Was mir noch so ein bisschen fehlt, sind coolere Schuhe. Die neuen Sneakers oder so. Ich muss sagen, Sneaker und so ein Stuff ist echt nicht meine Welt. Habe ich noch nie gehabt. Und auch kein Interesse dran. Ich baue tatsächlich auf... Skater-Schuhe. Oh, hallo. Ich will gerade noch nicht gegen dich kämpfen. Ich will erstmal meine goldene Karotte essen, um ehrlich zu sein. Lässt er mich nicht machen, habe ich gehört. Sind die ein Team, ist jetzt die Frage. Ich glaube ja fast schon. Okay, vielleicht doch nicht. Doch, sind die. Der eine timet aus. Das ist meine Chance, hier ein bisschen was zu reißen gegen den anderen. Na komm, please. Er hatte ein Herz. Brennt er? Nee, er brennt nicht, das war der andere. Ach man, das war schade. Okay, vielleicht lüptet in Runde 2 ein bisschen besser. So, ja, damit kann ich leben. Ich gehe einfach direkt mal raus. Keine Lust, mich da in der Mitte noch mit Leuten rumzukloppen. Wer zuerst dieses Blatt abbaut. Beziehungsweise, ja, meistens stehen die Leute dann in einem, dass niemand das Blatt abbauen kann. Und dann ist man halt einfach direkt der Letzte. So, okay, das kann alles weg. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Zack. Verzaubern werde ich wahrscheinlich eh nichts. Die haben sich hier gut gegeben, hallo? Da hast du dich für die falsche Richtung entschieden, in die du flüchten wolltest. Das tut mir sehr leid. Das war schon ganz cool. Da dachte ich sich wahrscheinlich so, boah, richtig krasser Fight gerade gewesen. Jetzt kann ich aufräumen und ja, dann wird er abgestorben. Ich kenne das Gefühl, es tut mir leid. Gehen wir mal auf den hier. Es sieht ein bisschen verpeilt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und dann kann er auf einmal wieder rennen. Wir sind übrigens auch in Teams erlaubt. Heißt, ja, komm, dreh dich um, dankeschön. Oh, der hatte richtig viele Sachen noch dabei. Alter, hatte der viel Kram. Ich glaub's nicht. Ich habe so das Gefühl, gleich kommt jemand hinter mir. Achso, das Gegner, da geht hier auf der Map ja gar nicht. Die wollte ich haben. Und dann nehmen wir mal das TNT und legen hier noch ein bisschen Stuff hin. Ich glaube, es ist niemand in der Nähe gerade. Ich habe so viele Steinschwerter, die ich alle nicht brauche. Ja, okay. TNT, do your thing. Bam! Alles kaputt. Ja, das da unten nicht, aber das war wirklich der schlechteste Kram davon. So, goldene Karotte und weiter geht's. Bogen wäre noch eine schöne Sache. Ah, Gegner, da brauche ich ja nicht auf der Map hier. So. Okay. Oh, hier sind die Kisten tatsächlich noch voll. K
könnte ich fast dahinter springen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Hab ja ganz gute Sachen, also wieso Risiko eingehen? Wie viele leben denn noch? Noch relativ viele. Da verwundert es mich etwas, dass ich niemanden sehe. Na komm, legen wir lieber eine Karotte an. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, da hochzugehen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass da jemand ist. Och nee. Das finde ich jetzt nicht so gut. Der hat so einen kurzen Namen, dass ich den voll nicht sehe. Hallo? Wollen wir kämpfen, oder? Nicht so. Ach, hier sind ja auch ganz viele. Na, guck mal einer an. Und die wollen auch kämpfen, alle. Der da will anscheinend nicht kämpfen. Hm. Ja, komm, dann mischen wir uns da ein bisschen ein, würde ich meinen. Der dürfte mich aber eigentlich gesehen haben. Verzauberungstisch gibt's leider nur recht weit oben hier auf dieser Map. Okay, den sollte ich eigentlich bekommen, oder? Ja. Wollte gerade schon sagen. Okay, alle Sachen sind explodiert. Hätte ich kein Problem mit gehabt, wäre da ein Bogen, kein Bogen bei gewesen. So habe ich ein Problem damit, weil ich habe immer noch kein Ding. Aber ich kann mir immerhin noch ein Eisenschwert machen. Beziehungsweise sogar zwei theoretisch, aber das muss dann ja nicht. Okay, ja, die Zeit reicht nicht mehr unbedingt zum Verzaubern. Der rennt da immer noch durch die Gegend. Soll ich es noch versuchen? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Kann ich mir noch was machen? Pfeile kann ich mir nicht machen, aber ich habe ja auch keinen Bogen, ey. Das ist echt eine miese Sache, dass ich keinen Bogen habe. Mit ein bisschen Glück finden wir noch einen in der Zeit. Komm, hier sind zwei Kisten. Gib mir einen Bogen. Ja, komm, das nehme ich mit. Gib mir einen Bogen, Bogen. Okay, ich muss mich entscheiden, das hier ist die Kiste des Glücks. Nein. Okay. Der eine schreibt, dass die ein Team sind. Gucken wir mal. Doch. Ja, gut. Ich glaube ihm jetzt einfach mal, dass die ein Team sind. So, ich würde ganz gerne verzaubern erst noch. Ja, komm, lassen wir unseren Mate da mal ein bisschen kämpfen. Oh, einer hat ein Dia-Schwert. Das ist natürlich ungünstig. Dann sollte ich den töten. Ja, jetzt habe ich doch das Team gegen mich. Das ist ungünstig. Hallo? Ich möchte nicht kämpfen. Ich habe halt immer noch keinen Bogen, ne? Das ist nicht schön. Okay, das kann ich nehmen, das hier auch noch. Und ich habe nicht genug Stuff für einen Bogen. Oh, ist so bitter. Hallo? Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, weil da ein Bogen bei war, aber ich schätze einfach mal nein. Oh, das ist schön. Ich habe ihn nicht nochmal angezündet, ne? Nee, habe ich nicht. Oh, wieso hat das Feuer gerade nicht funktioniert? Ich spiele hier gerade ein bisschen mit dem Feuer, muss ich sagen. Ist mir bewusst. So, jetzt mal da hinten kurz gucken. Liegt hier ein Bogen für mich? Hier liegt kein Bogen und hier ist auch kein anderes Zeug, das ich brauchen kann direkt. Das wird knapp. Zu knapp. Okay. Hm, wie machen wir das am besten gegen ihn? Ich kann es euch nicht so ganz sagen. Ja, ich habe auch nicht mehr wirklich was, womit ich kontern könnte. Oder irgendwas machen könnte. Dann muss ich es jetzt versuchen und schaffen. Okay. Das war ein bisschen knapp, muss ich sagen. GG. Puh. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann und tschüss.